Mit einem knappen Sieg im Hessen-Derby haben sich die Gießen 46ers vorläufig auf Platz 2 der Basketball-Bundesliga verbessert. Dank eines Freiwurftreffers von Topscorer John Bryant gewann das Team von Trainer Ingo Freier gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt mit 91:90. Für die Gießener war es bereits der 6. Erfolg im 8. Saisonspiel. Nur Tabellenführer FC Bayern hat ein Spiel mehr gewonnen. Center Bryant brachte es als bester Werfer der Gastgeber auf insgesamt 17 Punkte. Bei den Frankfurtern verbuchte Richard Freudenberg 21 Zähler, konnte aber die 5. Saisonniederlage nicht verhindern. Nach zuletzt 2 Pleiten hatten die EWE Baskets Oldenburg keine Mühe mit Aufsteiger Raster Vechta und fuhren einen 81:62 Heimsieg ein. Ihren 2. Saisonsieg erkämpften die schwach in die Spielzeit gestarteten Ulmer. Bei Science City Jena setzte sich der Playoff-Finalist von 2016 mit 85:80 durch. Im Mittelfeldduell verbuchte Medi Bayreuth einen ungefährdeten 113:85 Erfolg gegen die Eisbären Bremerhaven. EWE Baskets Oldenburg, Raster Vechta 81:62, 53:30. Beste Werfer, Booth 16, Stojanowski 15, Maher Basic 15, Massenat 14 für Oldenburg, Bray 14, Di Leo 12, Kessens 11 für Vechta. Zuschauer 6000 Gießen 46ers, Fraport Skyliners 91:90, 51:46. Beste Werfer, Bryant 17, Landis 16, Montana 12, Thomas 12, Aqua 11, Lischka 11, Gordon 10, für Gießen, Freudenberg 21, Bell Haynes 16, Clark 15, Murphy 12, Völler 10, für Frankfurt. Zuschauer 3752, Medi Bayreuth, Eisbären Bremerhaven 113:85, 59:41. Beste Werfer, Stockton 24, Martin 19, Seifert 16, Brooks 13, Deutsch 12, Rowart 11 für Bayreuth, Tuna 22, Benson 21 für Bremerhaven. Zuschauer 3005.